Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blau Square Band Challenge. Wir sind jetzt schon seit einigen Parts hier in der Ruine unterwegs und haben jetzt im letzten Part die letzten Regis umgeklatscht. Somit konnten wir alle Regi-Teile zusammensammeln und die Spieluhr hervorzaubern, die wir jetzt hier auch im Inventar haben. Und deswegen dürfen wir jetzt jede Ebene neu gucken, ob irgendwas Besonderes jetzt im Dungeon passiert ist. Warum, werdet ihr später noch sehen. Mal gucken, wie weit wir heute kommen, denn wir haben ja einiges geschafft bisher. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir jetzt hier in den nächsten Pokémon vorbeikommen. Und das Ding ist jetzt leider wach geworden, das finde ich ein bisschen blöd. Wir haben dabei auch jetzt ein neues Item gefunden, was ich trage, weswegen ich jetzt alle Gegner und Items auf der Ebene sehen kann, was sehr, 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 sehr gut ist. So, und ich kümmere mich jetzt mal hier um dich. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, wenn ich so erstmal ein bisschen AP spare, denn das ist ganz wichtig, dass ich die sparen kann. Und ich werde auch bald wahrscheinlich einen Top-Elixier benutzen, so wie das aussieht. Wie sieht es eigentlich mit den anderen aus? Ich muss mir ganz kurz nochmal angucken. Die sind auch schon ein ganz kleines bisschen angeschlagen. Und das reicht schon aus, sehr gut. Und gibt verdammt viele Erfahrungspunkte, what the fuck. Das da unten? Ist das ein Kecleon-Laden eventuell? Das weiß ich gerade nicht. Müssen wir mal gucken. Ich muss echt mal kurz umstellen, damit ich hier an das Geld ran kann. Und vielleicht auch an einen sinnvollen Orb, man weiß es nicht. Was haben wir hier? Steinorb, Moment. Ah, das war der Orb. Okay, gut. Ich weiß nicht, will ich da nach unten gehen? Eigentlich brauche ich die Items eh nicht. Also ich gehe jetzt hier einfach mal vorbei. Komm, Hauptsache wir kommen hier weiter. Wir sind hier immer in der Ruine, darf man nicht vergessen. Wir sind jetzt schon so weit wieder bis zuvor noch nie in einem Dungeon. Was heißt, wir waren jetzt zuvor noch im Sturm, ja, das hat er ja 40 Ebenen, jetzt haben wir schon 41 geschafft. Somit sind wir schon, haben wir quasi einen neuen Rekord für uns gebrochen. Und ich bin gespannt, ob wir das auch bis zu 99 Ebenen weiterschaffen. So, was ich jetzt nicht vergessen darf. Okay, nicht zu weit. Ich gucke jetzt jedes Mal nach, ob hier irgendwas passiert ist. Und den esse ich jetzt einfach mal. So, einfach nur, weil ich es kann. Und ein paar Steine werfe. Dann kommt er auch immer. Achso, super, das funktioniert auch. Sehr schön. Kann ich auch Doppelsteinchen werfen, immer wenn ich möchte. Dann mache ich es immer so jetzt. Weil ich es kann. Bitteschön. So, komm mal her. Einen Angriff möchte ich mal hinlegen noch, damit ich zumindest noch ein bisschen Erfahrungspunkte kriege, was grundsätzlich nicht viel ist. Und Moment, dich nehme ich mal mit. Kurz mit. Lärmband, das war das, was nichts bringt. Deswegen gehe ich mal direkt schnell weiter. Okay. Ja, wenn wir so weitermachen, kommen wir recht gut voran tatsächlich noch. So, Moment, ich unterstütze dich mal ganz kurz. Ihr macht mal weiter, bitte. Ihr macht den Rest, hoffe ich. Sehr gut. Was? Das reicht nicht? Was? Was? Das reicht nicht? Das reicht nicht? Und die trifft nicht. Das ist noch viel besser. So. Was ist das denn für eine Illikit, bitte? So, nochmal ganz kurz testen. Okay, nee. Das ist ja nur eins dieser Pokémon, was da rechts schläft. Kann nicht mehr sein, eigentlich, als das, was ich erwarte. Da gibt es wieder Singebären. Sehr gut. Okay, es bleibt dabei. Ich darf das nicht vergessen, Leute. Ich darf das nicht vergessen. Die Aquarellabrille habe ich schon vergessen, was sie macht. Moment. Achso, das, ja, das kann ja weg. Wenn wir dafür eine Singebeere haben. Die ist umso besser. Angriff seid leicht. Okay, Moment. Gekonnt ausgetrickst, sodass da keiner mehr auftritt. Kommen jetzt ein Pokémon gegen ja. Kann ich jetzt schon Gerockbock werfen? Moment. Nee, so wird es wahrscheinlich werden, oder? Ja. Komm mal her. Einen Durchbruch kann ich noch einsetzen, ruhig, das ist kein Problem. Das ist auch mein letzter leider. Und das reicht dann auch nicht mehr aus. Komm mal her. Das ist jetzt nicht so geil, Moment. Dann muss ich von hier aus so angreifen. Und das reicht nicht, aber... Sander hat... Was? 454 Poke. Was war das denn gerade? Okay, ich werde einen Top-Elixier trinken müssen, Leute. Drei Stück haben wir noch. Das passt, das passt. Das ist auch noch okay. Das müssen wir auch bald korrigieren noch. Ich trinke einen Top-Elixier für mich. So, damit ich jetzt zumindest ein bisschen reagieren kann. So, lass mich jetzt hier durch. Ich würde eigentlich schon ganz gerne diesen Pokebatzen mitnehmen, den Sandern eben aufgehoben hat. Das wäre schon ganz cool. Du lässt das mal sein. Ich greife dich von hier aus an. Das macht mehr Schaden, als du es machen kannst. Bam, so. Das überlebt echt viel, ne? Wieso überlebt das so viel? Das überlebt mehr als grundsätzlich alles andere hier in der Gegend. So. Da oben ist das Sandern auf jeden Fall. Da gehe ich jetzt einfach mal hin. Okay, schade. Na gut, dann muss ich es eben nicht mitnehmen. Auch nicht so wild. Hauptsache, ich spare noch ein bisschen Magen. So, und ich gucke weiterhin, ob es hier irgendwo ist. Nein, es ist nicht hier. Dann gucken wir gleich nochmal. Was war das noch? Delegator, ne? Ja, genau richtig. Nee, das ist ganz praktisch eigentlich, auch im Monsterraum. Wenn wir ganz viele Gegner bei uns haben und einen Gegner in den Köderstatus versetzen, weswegen die anderen ihn angreifen. Das sieht dann aus wie ein Delegator halt. Was auch sehr praktisch ist eigentlich. Dann habe ich also noch ein weiteres Mitglied, was nichts davon weiß. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, aber egal, da geht's auch nicht weiter. Das möchte ich jetzt nicht. Oh. Das möchte ich schon. Oh, das wollte ich aber nicht. Ah, toll.
Hätte ich vielleicht mal deaktivieren sollen. Machen wir es eben so. So, das reicht dann auch sehr schön. Jetzt gehen wir einem Pokémon gegen, glaube ich, ne? Ne, nicht ganz. Okay. Kommt zurück. Es kommt zurück. Da ist ein Sackgasse anscheinend. Na gut. Schockwelle. So, den Rest mache ich so. Sehr schön. Sehr gut. Ist echt eine Sackgasse. Was haben wir hier Schönes? Warpsam braucht keine Sau. Scannerband. Das ist gar nicht mal bad. Fluchtzweck erhöht. Das heißt, wir werden seltener getroffen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir 10.000 haben mittlerweile dadurch. Oh Gott. Fluchtwert erhöht. Das ist echt nicht schlecht, wenn wir so dumm und seltener getroffen werden eigentlich. Und wisst ihr was ich mache? Das werde ich jetzt auch einem Pokémon geben. Moment. Bodenwechsel mit Eisendorn. So. Scannerband wechsel mit... Nee, das wollte ich jetzt nicht. So, Moment. Jetzt mache ich das mal so. So, Scannerband geben. So, das ist richtig. Für die Singlebeere Vertrauen Vogel, damit das Ding weniger einstecken muss. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das passt schon so. Dann habe ich noch ein paar, habe ich noch die Singlebeere noch trotzdem da. Vier Belebersamen. Das ist sehr gut. Wie sieht es magentechnisch aus? 45 ist auch noch gut. So, dann folge ich jetzt mal diesem einen roten Punkt hier. In der Hoffnung, dann bald auf die Treppe zu treffen. Das scheint wieder eine größere Ebene zu sein. Ach, guck mal, wo wir hier sind. Aber dafür brauchen wir echt einen Schlüssel für. Okay. Ja, Leute, das ist so eine Art, etwas, wo wir einen Schlüssel brauchen, um an das Innere zu kommen, was wahrscheinlich eine VM ist, wenn ich mich recht entsinne. Stimmt, jetzt wo wir ja die ganzen, Regis besiegt haben, auf Ebene 15, 25 und 35 kommen jetzt auf 45 die ganzen Schlüssel-Items. Hätte ich ja beinahe vergessen. Aber na gut, dann ist es so. Eine Schockwelle mache ich noch. Und noch ein Gerockbock, das müsste reichen. Wenn nicht, dann reicht das. Okay. Ach, hier ist ja auch die Treppe. Na gut, hätte ich auch direkt hier gehen können. Okay, hier war kein Eindruck drin, deswegen konnten sie sich nicht in Pokémon verwandeln. Sehr gut. Sehr gut. Um 46. Wo gehe ich jetzt hin? Was sagen mir die Röntgenaugen? Geld, sagen die mir. Alter, ist das viel Geld? Nein! Nicht dann vorbei. So, die werden jetzt auch drauf treten, oder? Ja, Traumfugel zumindest. Okay, nicht normal drauf treten, bitte. Ach, scheiße! Moment, komm mal her. Hier, hier. Stimmt, du bist ein Geist-Pokémon. Du kannst auch durch Wände fliegen. Hallo! Ach, dankeschön. Kommt mir direkt was entgegen, ne? Ja. Schnell weg. Okay. Na, ich muss gerade aufpassen. Ich möchte in Pokémon-Kämpfe verwickelt werden. Okay, das können wir jetzt eh nicht mehr verhindern. Na gut. Dann mach du das mal. Na, kannst du ruhig probieren, Freund. Das wird dir nicht helfen. Mach mal Erstauner. So. Das passt schon so. Weil er hat ja keine Chance, Gott sei Dank. Das macht echt... Moment. Ja, okay. Dann mache ich den so den Rest. Das passt so. So ist besser. Alter Schwede, das ist gar nicht mehr so einfach hier. Jetzt kommt mir das auch noch entgegen. Dann mach du Textur das bitte. Oder auch nicht. Dann mach das mal so. Komm, greif mal an. Moment. Jetzt kann ich nach oben. Guck mal, dann, wenn wir nach oben gehen wollen, dann kommt, dann geht Traumfugil oder und bleibt beim Gegner. Mach's kaputt. So, geht doch. Weil ist es vielleicht eher hier? Auch nicht. Okay, wo muss ich denn hin? Wo muss ich hin? Ich nehme mal ganz kurz die Abkürzung hier hin. Oh, Moment. Macht ihr da jetzt Geisterwache da oben? Tatsache. Toll. Oder Katzenwache nennen wir das eigentlich auch, ne? Na gut. Oh, toll. Sackgasse. Geil. Das brauche ich jetzt. So, wo ist die Treppe? So, mein Freund. Jetzt reicht mir das auch. Komm her. Stimme des grausamen Todes. Du kannst wieder angreifen. Das ist gut. Mach mal. Damit ist dein Erstaunen auch leer. Ah, das ist gerade... problematisch. So. Lass mich hier bitte durch, ohne Probleme zu kriegen. Jetzt kommen wir zurück, ne? Ja, Alter, komm. Ja, komm, wir machen das jetzt so. Ist mir jetzt auch egal. Kann ich schon angreifen? Ja, das funktioniert. Sehr schön. Mach ich so weiter. Traumfugel, mach bitte den Rest. Kannst du deine Spuppe einsetzen? Das ist vielleicht ein bisschen sinnvoller, mein Freund. Ach, probier's doch nicht, wenn der Erstauner dir... Ach, Mann. Du siehst doch, dass es nicht funktioniert. Mensch. Schon habe ich wieder nur 12 Magen, Leute. So schnell geht das wieder, ne? Du kannst auch mal Spupel einsetzen, das ist ein bisschen effektiver. Ist jetzt auch egal. Ja. Aha, gucke mal. Und da ist der Spupel übrigens. Und der trifft natürlich nicht. Mensch, Leute. Was macht ihr denn hier mit mir? So. Ebene 47, ich darf nochmal gucken. Wegen den Anwärtern, das darf ich nicht vergessen. Auch nichts Neues mehr, na gut.
Die Chance wird immer größer, so langsam. Was haben wir hier noch Schönes? Radar auf. Dann kann ich das schon mal einsetzen. Was mir nichts bringt, wenn ich eh schon. Ja, wenn ich eh schon mein Item trage. U48. Hallo, Sandan. Durchbruchen. Wieso trifft schon wieder keine Sau hier? Was ist denn das? Sternschau macht nichts. Schockwelle, ja. So langsam ist seine AP auch wirklich leer. Ja, die sind komplett leer. Okay. Dann musst du jetzt definitiv einen Topics hier trinken. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht selber trinke. So, trink. Mein Freund, trink. So. Jetzt haben wir noch eins. Muss ich jetzt echt aufpassen. So, was haben wir hier liegen? Verhöhner. Braucht keine Sau. Das habe ich jetzt aufgehoben wegen Topics hier. Das ist eh verklebt. Was haben wir hier? Spiralband. Das habe ich noch nie gelesen. Ach so, das ist okay. Jetzt finde ich das schon, das steigert beides. Okay. Okay, okay. Nein, die Gummifalle. Trafugil. Okay, fahre ich direkt hinterher. So, runter mit uns. Denn dann landen wir direkt auf eine weitere Ebene. U49. Das ist ja gemein. Nein! Das ist jetzt echt weg? Ernsthaft? Trafugil, nein! Das gibt's doch nicht. Das ist echt weg? Was ist das denn? Also Grubenfalten kenne ich ja. Ich meine, in Dungeons, wo man ja in den Untergrund geht, ist es sogar recht praktisch, weil man natürlich ein bisschen mehr nach unten kommt automatisch. Ich bin jetzt auf 49 gelandet. Aber bisher bin ich immer nur alleine draufgetreten als Teamanführer. Deswegen kam das ganze Team immer mit. Ich habe jetzt das Traumfugier runtergefallen zuerst und deswegen ist das Ding jetzt weg. Wie gemein ist das denn? Das habe ich nicht gewusst, dass das so geht. Das ist ja richtig blöd. Und vor allem, ich habe ihm gerade einen Top-Elixier gegeben. Ach Mann. Wie soll ich dir das ahnen, bitte, dass sowas passieren kann? Ich meine, was blöd ist grundsätzlich, wenn man in Dungeons ist, wo man nach oben muss, dann ist es blöd, wenn man zurückteleportiert wird quasi, aber das war jetzt richtig böse. So kann ich das jetzt nicht. Toll, mein tolles Top-Elixier ist weg. Mann, geht's weg und weiter. Und jetzt habe ich nicht geguckt, ob... Oh, toll. Ich hoffe, dass... Da ist es! Da ist es, Leute! Ihr seht es da rechts. Ich habe es gerade noch erwähnt, ich habe nämlich gerade nicht geschaut, ob es wirklich da ist. In der Anwärtersuche. Und ich kann es sowieso nicht sehen. Okay, wieso könnt ihr sie sehen? Egal, Leute. Da ist Mew. Da ist Mew. Ja, ihr seht es richtig. Dank der Spieluhr. Das Ding hat es angezogen. So, jetzt muss ich gut reagieren hier. Erstmal kommt man hier rüber. So, damit Flugball zumindest Rauchwolke einsetzen kann. Ich mache schon meine Schockwelle. Das wird ja nicht zum Monat reichen. Au, das war nicht wenig Schaden. So, du machst bitte rauf, weil ich möchte nicht, dass das Ding angreift. Und ich möchte es gerne besiegen. Ich möchte es gerne besiegen. Oh, schade. Gab erstmal 4 Erfahrungspunkte, schön, aber ich hätte grundsätzlich mal gehofft, dass ich es auch ins Team nehmen kann, weil das kann funktionieren, aber ich glaube im ersten Run noch nicht. Aber da haben wir es mal gesehen, Leute. Da ist Mew auf U50 sogar direkt gewesen. Sehr interessant. Ja, okay, den brauche ich jetzt nicht mehr gucken. Auf jeden Fall. Ach, na gut. Haben wir Mew auch nicht gekriegt. Geheimpower gibt es ja auch noch. Und da ist mein Magen leer. Und ich habe nur noch 2 Äpfel. Oh, da muss ich echt aufpassen, ne? Ich muss aufpassen. Ich brauche dringend wieder Äpfel, Leute. Äpfel. Und noch ein Zueigner. Schön, habe ich. Ah, ist das jetzt der zweite? Nee, ne? Das bleibt auch alleine da. Spielo, brauche ich die jetzt überhaupt noch? Das ist jetzt die Frage. Kann ich die behalten? Für den nächsten Lauf? Weiß ich gerade nicht. Das weiß ich gerade nicht. Das Traumfug geht echt weg, ne? Ich fass es nicht, dass das geht. Das wusste ich nicht. Na gut. Breche ich dich jetzt erstmal durch hier? Ich brauche 2 Durchbruch, sonst komme ich nicht durch. Oh, Mann! Kann es bitte mal öfter treffen? Okay, paralysiert ist auch gut. Dann mache ich dich jetzt so fertig. Und es wird ins Team. Ich nehme es jetzt mal rein. Um zu sehen, dass es auf Level 34 ist. What the fuck? Habe ich schon Etikette überhaupt im Team? Noch nicht, ne? Aber vor allem nicht auf diesem Level. Das ist immer was anderes. Geht's bei dir aus, Kreisschrei, Silberblick, Donnerschlag. What the fuck? Das ist nice. Du kriegst ein Spezialband. Ja, hier ist Donnerschlag ja noch speziell. Einfach nur, damit du da bist. Du kannst da noch ein bisschen was zusätzlich machen. Das ist ja grundsätzlich nie ein Problem. Ich habe wieder ein paar Gerockbox. Auch gut. Ein Sternschau, Moment. Über Ecke, ja, okay. Alles klar. Und gegnerische Verteidigung kann ich damit aussenken mit ihm. Das ist doch cool. Das ist nicht so cool. Das ist auch egal. Ich gehe jetzt einfach weiter. Okay, und ab U50. Neues Gebiet. Neue Musik. Aber die Pokémon bleiben anscheinend gleich.
So, komm her. Zumindest haben wir hier noch weiteres Pokémon, was noch. Gib mal die Bus einfach zu Glutexo rüber. Was ist das denn? Ich wollte eigentlich, dass Etikett ein bisschen kämpft, weil das Ding ist ja Level 34 schon. Was echt nicht wenig ist. Psychstrahl, aber das kann wehtun. Ja, also könnte. Dann mache ich jetzt noch ein. Ich mache eine Donnerwelle, oder? Nee, komm, das macht keinen Sinn. Reicht das so aus? Das reicht schon so aus, sehr gut. Noch ein Spiralband. Nee, ich glaube, das macht Sinn, wenn du dein Spezialband behältst, Etikett. Das ist sinnvoller. Kann ich das mitnehmen? Ja, sehr gut. Da ist eine Sackgasse. Das sehe ich doch jetzt schon. Das sehe ich doch jetzt schon. So. Was haben wir hier? Nochmal ein paar Orbs. Das bringt mir nichts. Na, hier Orb. Was war das? Hat die Fallen, ne? Ja, zerstört alle Fallen im Raum. Sind noch welche gewesen? Weiß man jetzt nicht. Ist auch egal. Da ist die Treppe. Sehr gut. Wir kommen voran, Leute. Aber es wird langsam echt immer enger. Und notfalls muss ich eben noch mein Pokémon wechseln. Wenn mein Magen so langsam zur Neige geht. Sonst muss ich das eben so machen. Und, nein, Sackgassen, ich hasse das. Das kommt mir da jetzt entgegen. Ah. Da kann ich jetzt auch Eisendorn drücken. Wenn du mir schon direkt gegenüber sitzt. Ach, toll. Das wirft mir das wahrscheinlich gleich zurück, ne? Gehe ich mal von aus. 57, das ist eine Menge. Auch so gut. Das hat sich erst so angehört, als hätte es mich getroffen, eigentlich. Und jetzt reicht das schon aus. Eisendorn reichen grundsätzlich. Das ist gut. Das ist sehr gut. Sind nämlich sehr, sehr starke AP halt. Oh nein. Nein, Jungs. Nein, sie folgen mir alle. Nee, nur eins. Okay. So, Moment. Dann machen wir es mal so. Dass ich möchte gegen alle auf einmal kämpfen. Das ist nicht so geil. Machen wir so, dass ich die einzeln besiegen kann. Das reicht dann nicht mehr tatsächlich. Das auch nicht. So, stirb jetzt. Das sah auch kurz aus, als würde ich noch bleiben wollen. Was ist da oben? Oh, Leute, was kommt denn da alles? Ach Gott. Mensch, so. Natürlich treffe ich nicht. Muss ja so sein. So, mein Freund. Aber jetzt macht der Donnerblitz hoffentlich den Rest. Sehr ganz schön. Ja, tut's. Sehr gut. Aus Etikett, was die ganze Zeit hier Katzenwache läuft. So, am besten ist es, wenn das Etikett, was wir da unten haben, auch da bitte stehen bleibt. Das tut es natürlich nicht. Aber kann ich mal Silberweg einsetzen. Auch gut. Bam. So, macht ein bisschen mehr Schaden. Ich bin paralysiert. Auch schön. Das macht aber auch Damage. Nice. Etikett ist gut. Etikett ist echt gut. Was haben wir hier noch? Warp-Sarm. Braucht auch keine Sau. Komm, jetzt entgegen, ja. Tschüss, Pantimos. So, ich muss auch wieder auf meinen Magen aufpassen, ne? 14. Oh, das... oh, eine Zitrobeere. Nice. Sehr schön. Das ist ein gutes Item hier. Wenn das bitte das KP auffüllt, ist das Pokémon erst, wenn seine KP voll sind, erhöhen sich die maximalen KP. Das ist sehr gut. Und ich glaube, das esse ich sogar. Meine KP sind voll, das heißt, ich kann meine maximalen KP erhöhen. Oder will ich das jemand anderen geben, der weniger KP hat? Wisst ihr was, ich gebe Snooper. Ich weiß nicht, ob es da noch was bringt als Glurak, wenn es zum Beispiel auf einen Level 1er Dungeon geht, reingeht, ob es dann auch noch wirkt, weil da werden ja auch die ganzen Werte zurückgesetzt. So, du isst das jetzt bitte. Plus 2. Ihr seht schon oben rechts von 91 auf 93 KP, sehr gut. Das ist doch schon mal schön. Das ist nicht schön, ach Mann. Wisst ihr, wenn ich jetzt Traumvogel hätte, ne? Ihr seht schon, was auf mich zukommt da links. Ach nö. Die gehen unten lang weiter, okay. Sehr gut. Wenn ich jetzt Traumvogel hätte, hätte ich mal ganz kurz wechseln können, um ihn zum Anführer zu machen und dann mal ganz kurz da durchzugehen, zur Treppe zu gehen. Das wäre möglich gewesen. Linkbox braucht keine Sau. Wobei... Ne, das bringt ja nichts, wenn Donnerschlag eben speziell ist. Wäre auch cool, wenn ich Kreideschrei und dann Donnerschlag fixieren könnte, ne? So, was kommt mir da entgegen? Das Ding. Oh, das wollte ich gar nicht. Scheiße, ich wollte eigentlich die Eisenbahn werfen. Na, egal, ich greife jetzt an. Oh Mann, wieso trifft schon wieder nichts? Mann! Kann bitte mal wieder was treffen? Geht doch, und es wird auch zum Monat reichen. Okay. Hallo Etikett, tschüss Etikett, bis dann. U53. Ein bisschen haben wir geschafft, immerhin heute. Das ist schon mal nicht schlecht. So, ich komme mal kurz dazwischen, Jungs. Weil wir müssen ihn jetzt eh angreifen, das war mir klar. Au, das macht nicht wenig. Das macht nicht wenig, aber ich mache den Rest jetzt erstmal. Mit dir zusammen. Donnerschlag sieht auch gefährlich aus, irgendwie. Okay. Die sind eben ganz komisch verteilt, die ganzen Items, aber... Na gut. Oh ne, oh Gott, Explosion. Ich dachte schon, was ist jetzt für eine Falle gewesen? Ich finde es interessant, dass Glutexo noch die Hälfte Schaden bekommen hat durch seine IQ-Fähigkeit, glaube ich, ne? Das ist gut. Das ist gut. Bam, bam. Und da ist mein Magen schon wieder leer, Leute. Und das wird mein letzter Apfel sein. Obwohl, ich esse eine Singlebeere. Moment.
Wenn ich schon geringe KP habe. Komme ich mal auf 5. Das bringt mir auch nicht wirklich viel. Na gut, Leute, das ist aber auch erstmal egal. Ich würde sagen, ich werde erstmal den Part beenden. Und nächsten Part geht es weiterhin in der Ruine. Und ich bin gespannt, wie weit wir jetzt noch kommen werden hier. Um mal zu schauen, wie weit wir das schaffen. Ich habe keinen Flieger, wie ihr wisst. Und falls es wirklich der Magen ausgeht, muss ich eben die Pokémon wechseln. Vielleicht gehe ich auch kurzfristig auf Elikid. Weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Bis zum nächsten Part, also bis dann und auf Wiedersehen.